Hallo, ich hatte heute Lust, eine Videoreihe von mir fortzusetzen. Und zwar geht es um das Thema meine Drogerie-Must-Haves für unter so und so viel Euro. Und da habe ich schon Videos gedreht zu 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Deshalb gibt es heute logischerweise die Must-Haves für unter 4 Euro. Ich verlinke die vorhergegangenen Videos auch nochmal unten, denn heute geht es wirklich nur um die Must-Haves für zwischen 3 und 4 Euro. Denn die anderen Kategorien hatte ich ja schon quasi durch. Und es ist einiges dabei rausgekommen. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so viele Favoriten für zwischen 3 und 4 Euro habe. Das erste, was ich zeigen möchte, ist auch eines meiner neuesten Errungenschaften. Und zwar ist das von Catrice, diese Liquid Camouflage. Die habe ich, glaube ich, Anfang diesen Monats gekauft und seitdem auch wirklich jeden Tag getragen und getestet. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr gut. Also vielen Dank an alle, die sie mir empfohlen haben. Ich habe sie sogar ausgetestet, ob sie wirklich wasserfest ist, weil das ja hinten drauf stand. Und ja, sie hat, also das Wasser ist so ein bisschen dran abgeperlt und das war auch das Einzige, was noch übrig geblieben war auf meinem Gesicht. Also tatsächlich, es hält auch. Ich habe übrigens die Farbe 010 Porzellan. Sie dürfte bei mir auch nicht heller sein. Also das ist schon jetzt quasi die perfekte Highlighter-Concealer-Farbe für mich. Von daher auf jeden Fall mein erstes Must-Have für unter 4 Euro. Dann das nächste ist etwas von P2. Das habe ich auch schon ein paar Mal, glaube ich, jetzt gezeigt. Und zwar ist es dieses Bronzing Powder. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt so auf diesem Trip von diesem Puder bin, aber ich mag es wirklich total gerne. Das hat ja so ganz viele verschiedene Mosaikfarben drin, auch so ein paar mit leichtem Glitzerpartikel drin, die man aber nicht sieht auf der Haut. Ich nehme dafür einfach einen großen Pinsel, gehe da komplett rein, also vermische auch alle Farben und dann verteile ich mir das da, wo ich so leichten Bronzer-Effekt haben möchte. Es sieht wirklich ganz wunderbar aus und ich nehme das auch ganz gerne zum Setten des nächsten Produktes. Darüber habe ich ja erst, das war das letzte Video, was ich gedreht hatte. Und zwar ist es von Catrice diese Contouring-Palette. Und wie du wahrscheinlich sehen kannst, hat bereits das erste Fändchen, nämlich meine Lieblingskonturierungsfarbe daraus, Hit the Pan bekommen. Und ich finde das so schade eigentlich. Also einerseits freut es mich, weil ich die halt sehr gerne benutze, aber andererseits, wenn die jetzt leer geht, dann habe ich ein Problem. Schade, dass man das nicht einzeln nachkaufen kann, weil das wirklich eine sehr, sehr gute Konturierungsfarbe ist. Und ansonsten, wie ich sie auftrage und so, habe ich ja schon gezeigt in meinem letzten Video. Und ja, ich mag die wirklich im Moment sehr, 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 sehr gerne. Ein Must-Have für die Lippen für unter 4 Euro, trage ich übrigens auch heute auf den Lippen, ist hier dieser Lip Liner von Max Factor, nämlich in der Farbe 06. Den trage ich nicht komplett auf den Lippen, sondern nur als dunkle Schattierung, Umrandung. Und ich finde diese Farbe einfach sehr, sehr schön dafür geeignet, wenn man ansonsten so die Lippe mit einem Rosenholzton ausfüllt. Und wenn du auch zu denen gehörst, die sehr gerne Lip Liner einfach als Lippenprodukt komplett benutzt, dann kann ich dir die von Max Factor sowieso empfehlen, weil die überhaupt nicht austrocknend sind. Also die kann man wirklich komplett auf die Lippe geben und dann hat man etwas, das wirklich lange, lange hält, was aber nicht austrocknet. Da gibt es auch einige schöne Farben. Ich glaube, ich habe auch noch einen dabei, der sehr viel dunkler ist, nochmal sehr viel bräunlicher, aber diese Farbe hier ist gerade in dieser Kombi heute sehr, sehr hübsch. Dann habe ich als nächstes noch etwas für die Nägelchen mir rausgesucht und zwar vom P2 diese Nagelhautcreme in diesem Pöttchen drin. Die habe ich eigentlich immer an meinem Schreibtisch stehen und wenn ich da am Computer irgendwas mache oder irgendwas in meinem Filofax eintrage, dann habe ich die eigentlich immer da stehen und dann habe ich dann eher so das Bedürfnis, die auch immer zu benutzen und immer auf die Nagelhaut zu geben. Ich finde, sie pflegt wirklich sehr, sehr gut und das ist einfach auch so, ja, so hübsch irgendwie in so einem Pöttchen drin. Auf jeden Fall eines meiner Schreibtisch-Must-Haves, falls es so etwas gibt. Dann noch eine dekorative Sache habe ich mir rausgesucht, nämlich von Catrice dieses Augenbrauen-Set. Das habe ich auch schon einige Male gezeigt. Das benutze ich im Moment nicht komplett für die Augenbraue, sondern eher nur zum Setten, weil ich im Moment einen Stift benutze und darüber habe ich gerne nochmal etwas Pudriges, damit es eben ja nicht verläuft über den Tag hinweg. Und da benutze ich gerne eigentlich diese dunklere Farbe. Die steht mir ganz gut und die hellere für hier vorne. Auch bei meinen Pflegeprodukten habe ich mal geschaut, was ich so sehr gerne mag und was unter 4 Euro kostet. Und siehe da, es ist tatsächlich das Sebamed Anti-Schuppen-Shampoo. Das kostet unter 4 Euro und dafür ist es wirklich einfach nur wunderbar und unverzichtbar für mich. Dann habe ich auch noch diese Handcreme von Sebamed, die ja in meiner Tasche immer drin ist. Das hatte ich ja in meinem What's in My Bag auch gezeigt. Ich finde die Größe auch perfekt zum Mitnehmen, weil sie so, ja, so länglich ist. Ich weiß auch nicht. Also die anderen Handcremes sind ja meistens so klein und ein bisschen dicklicher und die ist halt so ein bisschen
bisschen schmaler, aber wahrscheinlich ist da eh dasselbe drin. Trotzdem finde ich die irgendwie am besten für die Handtasche geeignet. Und natürlich auch der Pflegeanteil ist wirklich gut. Und ich habe immer das Gefühl, dass meine Hände dann endlich nicht mehr ganz so trocken sind. Dann noch zwei Produkte von Balea haben es auch in dieses Video geschafft. Und zwar einmal aus dieser Balea Med Ultra Sensitiv Reihe, die Reinigungsmilch. Die funktioniert für mich für morgens ganz, ganz wunderbar. Sie reinigt nur ganz leicht und sanft. Und dann gibt sie noch so einen Pflegefilm schon auf die Haut als Vorbereitung für die Cremes, die dann noch da drauf kommen. Und ja, dafür mag ich sie sehr gerne. Also für abends für die Reinigung, habe ich ja schon mal erwähnt, reicht sie mir nicht aus. Aber im Moment benutze ich sie wirklich morgens, jeden Tag. Und was ich auch jeden Tag benutze, und zwar morgens und abends, ist auch aus der Balea Med Ultrasensitiv Reihe, nämlich das Gesichtswasser. Das kommt einfach ja, quasi als Erfrischung auf das Gesicht und danach kommen meine Serien und Schichtsachen da drauf. Kennst du ja von mir, ne? Ich bin da ja sehr gerne mit beschäftigt. Und das ist etwas, das ich mir einfach so ein bisschen in die Handflächen gebe, so ein bisschen Patschi-Patschi mache und dann auch nochmal Patschi-Patschi im Gesicht. Und dann hat sich das gut verteilt, lass das ganz kurz einziehen und dann kommen auch schon die ganzen anderen Sachen drauf. Das waren jetzt 10 Produkte, ich hätte, glaube ich, noch mehr zeigen können, die unter 4 Euro kosten. Also ich glaube, da hat man schon sehr viel Auswahl. Also je teurer es wird, dann gibt es natürlich auch je mehr Auswahl. Schreib mir gerne mal dein Lieblingsprodukt, was sehr günstig ist und was du trotzdem aber sehr empfehlen kannst, weil du es liebst. Vielleicht ist es ja auch etwas für mich. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Anregungen zu neuen Sachen. Und dann verlinke ich wie immer meine beiden letzten Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.